Ja, herzlich willkommen zu dem sogenannten Reality-Check nach diesem doch imposanten Film, den ich eigentlich auch ziemlich beeindruckend fand und deswegen auch vorgeschlagen hatte. Aber natürlich muss man so ein bisschen auch immer darüber reden, wie reell das eigentlich ist, was wir da jetzt gerade gesehen haben. Und da wollte ich so ein paar Aspekte, die mir so als Wissenschaftler wichtig sind, auch da vielleicht mal versuchen, ein bisschen hervorzuheben und auch so ein paar Dinge zu zeigen, die wir eigentlich in der Robotik und so weiter so können ja, oder kennen auch. Also wenn man jetzt sagen, heute auf eine Robotikkonferenz gehen würde, wo man so den Stand der Technik sieht, dann würde man sich fragen, was würde man da jetzt eigentlich sehen oder wie weit sind die Wissenschaftler eigentlich? Und generell, wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz reden, ja, dann ist das die moderne Sicht darauf und das ist mir auch so ein bisschen wichtig, das nochmal zu differenzieren, weil in diesen Filmen und auch in vielen Büchern wird immer über KI gesprochen, was so das Kürzel für künstliche Intelligenz ist. Und dann heißt es immer, zum Beispiel bei Schachspielen auch, das hat eine schlechte KI. Ja, das ist irgendwie ein bisschen problematisch immer, weil für uns Wissenschaftler, weil künstliche Intelligenz ist eine Disziplin der Informatik, von mir aus auch Mustererkennung oder wie auch immer. Und wenn das jetzt so sozusagen belegt wird mit so einem Begriff, ja, dann kriegt das im Fall auch von solchen Filmen oder im Kontext von solchen Filmen, wo das mitunter natürlich auch als problematisch diskutiert wird, so eine gewisse negative Attitude, wie man so schön sagt. Ja, aber im Wesentlichen geht es darum, Dinge zu entwickeln, die clever sind. Ja, wie weit wir damit kommen mit der Cleverness, das werden wir nachher auch nochmal sehen und dann auch vielleicht an ein paar Beispielen auch nochmal diskutieren. Aber tatsächlich müssen das jetzt nicht nur so Softwareagenten sein, sondern das können wir, in der Robotik sind wir daran interessiert eben halt, sozusagen mechanische Agenten zu bauen, also Systeme, die in der echten Welt agieren. Aber die finden wir natürlich nicht überall, sondern in vielen Fällen haben wir einfach auch nur Softwareagenten. Und zum Beispiel in unserem Smartphone, wenn Sie eins haben, haben Sie Zugriff auf eine ganze Menge von solchen Softwareagenten, die eigentlich ziemlich clever sind und auf solchen Techniken tatsächlich auch basieren. Generell geht es einfach nur in der KI darum, in den meisten Fällen sozusagen Systeme zu bauen, die versuchen, möglichst clever und möglichst gut zu sein. Es gibt auch Ansätze in der künstlichen Intelligenz zu versuchen, beispielsweise menschliches oder rationales Denken zu modellieren, also beispielsweise die Logik. Da versucht man halt, Systeme zu bauen, die vernünftig denken, ja, von mir aus ohne Emotionen, wenn Sie so wollen. Wobei das ja gerade in dem Film auch darum ging, eben halt Emotionen zu generieren vielleicht. Aber ein Großteil ist eigentlich, also die Hoffnung ist, dass wenn man rational oder vernünftig denkt, dass dadurch eben halt vernünftiges Handeln entsteht. Aber das muss nicht notwendigerweise so sein, sondern man kann auch, ohne dass man versucht, einen vernünftig denkenden Agenten zu modellieren, einen Agenten kreieren, der eben halt vernünftig handelt, ohne dass man tatsächlich das ablesen kann, was er tut. Das sind sogenannte subsymbolische Methoden beispielsweise oder statistische Methoden, mit denen man sowas erreicht. Im täglichen Leben gibt es das jetzt in vielen Fällen, wo sozusagen künstliche Intelligenz uns begegnet, Sprachverstehen, Navigationssysteme, Zeichenerkennung, Gesichtsklassifikation, habe ich für alles auch Beispiele. Also wenn Sie in Ihr Smartphone reinsprechen, und das kann heutzutage sozusagen jedes Betriebssystem, bietet Ihnen also die Möglichkeit an, dass Sie in das Smartphone irgendwas reinsprechen und es generiert Ihnen irgendwelche Antworten darauf, die hoffentlich die das beantworten, was Sie gefragt haben. Gleich nochmal darauf eingehen. Aber auch Navigationssysteme, in so einem Navigationssystem kann man so verstehen, läuft als Kern ein Algorithmus, also ein Verfahren, was aus der künstlichen Intelligenz kommt. Ja, mit nur ein paar Approximationen, deswegen sind die eben halt manchmal suboptimal, das, was die sagen. Aber auch bei der optischen Zeichenerkennung ist im Prinzip Techniken aus der Mustererkennung, statistische Verfahren aus der künstlichen Intelligenz, Gesichtsklassifikation, das ist eben halt das, was heute viele Bildverarbeitungssysteme Ihnen anbieten, dass Sie einfach beispielsweise automatisch Ihre Fotos augmentieren mit den Namen der Leute, die auf den Fotos drauf sind. Und das ist auch ein Ergebnis, das wir beispielsweise aus der künstlichen Intelligenz haben. Oder ganz einfach sowas wie Webseiten-Ranking, das sogar dann noch User angepasst, also Benutzer angepasst, dass Sie im Prinzip die Suchergebnisse so präsentiert bekommen, dass Sie mit großer Wahrscheinlichkeit dementsprechend, was Sie eigentlich interessiert.
Und natürlich dann am Ende auch sowas wie Recommender-Systeme. Das ist irgendwann mal das, was eine berühmte Verkaufsfirma mir angeboten hat, irgendwelche anderen Filme, also in dem Fall nicht Ex Machina, aber da werden auch User beobachtet und beispielsweise aufgrund der Tatsache, was ich mir anschaue, was andere gekauft haben, werden mir Empfehlungen gemacht, was möglicherweise auch für mich interessant sein könnte. Das sind Dinge, die uns im täglichen Leben einfach so begegnen. Im Wesentlichen stecken dahinter so eine Art Statistiken darüber, was User, die ähnliche Profile haben wie ich, im Sinne von was ich gekauft habe, beispielsweise interessieren könnten oder was die gekauft haben. Und dann wird das eben halt entsprechend so gerankt, dass, oder entsprechend dieses Rankings dann angeordnet. Natürlich auch, habe ich eben schon erwähnt, Computerspiele, das ist eins der wenigen Bereiche, wo KI sich mittlerweile fast durchgehend durchgesetzt hat als die stärksten Spieler weltweit. Also hier, das ist Schach, Dame, viel gewinnt, Backgammon, braucht man gegen die stärksten KI-Systeme gar nicht mehr antreten, weil die einfach besser spielen als selbst die Experten. Ich habe selber auch mal zugeschaut, ist schon ewig her, als das System, was eben halt Backgammon Weltmeister geworden ist, gegen einen der Top-Spieler gespielt hat. Und da ist das dann tatsächlich so, dass da auch nochmal jemand dabei war, so ein Experte, der dann die Züge erklärt hat, warum eben halt das Spiel jetzt einen tatsächlich einen bestimmten Zug macht, auf eine Art und Weise, die vermuten ließ, das Ding ist tatsächlich ein Mensch, der da spielt. Ja? Also mit irgendwelchen strategischen Argumenten, die Menschen benutzen, um so eine Spielstrategie zu erklären. Was da aber tatsächlich am Ende in der Maschine läuft, ist gar nicht notwendigerweise dementsprechend, sondern das sind einfach Berechnungen und natürlich effektive Suche, also Durchprobieren von vielen Möglichkeiten. Eines der großen Ergebnisse in den letzten Jahren war Watson, der diese in der Quizshow Jeopardy gewonnen hat. Und das galt ja so lange Zeit, diese Quizshows, als das Beispiel für Intelligenz. Also wenn man so eine Quizshow gewinnen kann, dann hat man was Intelligentes da sitzen. Ja? Und ich weiß, viele Leute sitzen da auch und denken immer, ja, wenn ich da durch alle 10 oder 12, ich weiß nicht, wie viele Fragen sind, komme und die Millionen gewonnen hätte, dann muss ich wirklich intelligent sein. Und tatsächlich reicht dafür kein Internet, circa 2 mal 10 hoch 8 Webseiten runtergeladen auf einen großen Computer, Wörterbücher, Lexika, Wikipedia unter anderem und Zeitungsartikel. Und dann mit intelligenten Such- und Analysetechniken kann man eben halt tatsächlich einen Computer bauen, der gewinnt. Und zwar gegen die 2 bis dato Champions. Und sogar ziemlich eindeutig, wie man das sehen kann. Das war im Jahr 2011 und das ist im Wesentlichen das, was man mit solchen mit Techniken der KI heutzutage erreichen kann. Und dann gibt es natürlich noch eine andere tolle Geschichte aus den letzten Monaten. Also wenn man jetzt auf unsere Vorlesung hier in Freiburg guckt, auf die Folien der KI-Vorlesung, da gab es immer so eine Seite, wenn es um die Spiele ging, über Go. Und über die Tatsache, dass Go so schwierig ist, dass man es wahrscheinlich nie mit einem Computer besser spielen kann als ein Mensch. Wir haben uns auch da geirrt. Ja, im letzten Jahr hat AlphaGo eine Firma, die zu einem großen Suchmaschinenanbieter gehört, den aktuellen Champion im Go tatsächlich geschlagen und das ziemlich eindeutig. Und nicht nur, dass es einfach nur ein Sieg war, sondern es gab auch Kommentatoren, die gesagt haben, das System hat so gespielt, wie noch nie ein Mensch vorher gespielt hat. Und es ist wahrscheinlich so, dass die Menschen tatsächlich von dem Computer auch noch was lernen können, wie man Go anders und besser spielen kann als bisher. Die Kunst liegt darin einerseits in der Analyse großer Datenmengen, in effektiven Techniken für maschinelles Lernen und schnelle Suchverfahren und darüber hinaus tatsächlich riesige Computer, die eben halt tatsächlich sehr effizient Daten analysieren können und dann eben halt auch Berechnungen durchführen können. Und damit kommt man eben halt in vielen diesen Bereichen tatsächlich über das hinaus, was Menschen können. Man könnte das jetzt als Superhuman Performance bezeichnen in dem Kontext, aber man muss eben halt dabei bedenken, dass das tatsächlich immer nur in isolierten Domänen ist, also beispielsweise in einem Spiel. Ne? Wenn man jetzt an Konversationen denkt, darum ging es gerade auch in dem Film, dieser berühmte Turing-Test, der ursprünglich eben halt so war in die Richtung, wir haben hier einen Menschen, der tippt was in den Computer rein und kriegt dann eine Antwort von einer anderen Seite hinter einer Mauer. Das wurde in dem Film dann etwas anders
weil eben halt tatsächlich man jetzt die gegenüberliegende Seite sah. Da war dann die Herausforderung noch ein bisschen anders. Und die Frage war dann, ob der Mensch, der auf der Seite sitzt, entscheiden kann, ob auf der anderen Seite ein Computer die Antwort reinschreibt oder ein Mensch. Stellt sich raus, dass dieser Turing-Test ganz am Anfang schon oder nach wenigen Jahren mit Aufkommen der KI tatsächlich schon geknackt wurde, in dem Sinne, dass es sehr kleine Programme gegeben hat, die Menschen haben glauben lassen, dass auf der anderen Seite von der Mauer tatsächlich ein Psychiater sitzt, der ihnen die Fragen beantwortet. Und wenn Sie heutzutage meinen Lieblingseditor, den Emacs, runterladen, dann können Sie da in dem Editor so einen bestimmten Mode einschalten, den Eliza-Mode. Und so hieß das Programm damals. Und wenn es Ihnen schlecht geht, können Sie sich ein paar Minuten mit Eliza unterhalten und in der Hoffnung, dass es dann wieder besser geht. Diesen Test gibt es jedes Jahr, da gibt es einen Wettbewerb, den sogenannten Löbner-Preis. Nur damit Sie das jetzt mal in Kontext sehen zu dem, was wir in dem Film gesehen haben, in der KI. Und da geht es im Prinzip darum, ein System zu bauen, was einen möglichst natürlichen Dialog führen kann. Und der Gewinner von 2015 ist, glaube ich, ich habe es gestern Abend mal ausprobiert, ich könnte es jetzt hervorholen, wäre ein bisschen kompliziert und Ihnen das live reintippen. Aber ich habe dann festgestellt, dass die Antworten, die das System gibt, im Moment das aktuelle System gibt, also müssen Sie einfach nur mal nachschauen, nutzen Sie die Suchmaschine Ihrer Wahl und tippen Löbner-Preis ein und dann kommen Sie dahin, können die aktuelle Version sich angucken und dann können Sie da irgendetwas reintippen in das Ding, was Sie bedrückt und dann gibt das interessante Dialoge, zum Beispiel sowas wie diesen hier. Ja. Das war also meine Diskussion mit dem Gewinner von 2006 oder so. Lass mich mal ein paar Sekunden alleine damit. Und der interessante Punkt ist, zu schauen, wann Sie merken, dass an dieser Konversation irgendwas schiefläuft. Ja? Also, dass das der Gegenüber nicht ganz so clever ist. Ja? Das System kann auch noch so ein bisschen mehr. Es merkt sich beispielsweise den Namen des Gegenübers, Alter und so weiter. Ich habe gestern Abend das Alter von meinem Sohn mal reingetippt und daraufhin habe ich es heute Morgen noch mal gefragt. Das hatte sie inzwischen wieder vergessen. Aber was tatsächlich im Hintergrund passiert, ist, das System baut auch so eine kleine Datenbank auf über Informationen, die man da reingibt. Ja. Es macht doch so einen kleinen Witz zwischendrin und so, also all das, was wir in dem Film eigentlich auch gesehen haben. Ja. Okay, jetzt wissen Sie, warum ich so laut spreche. Ja, das war halt, Alice hat es mir empfohlen, und das zu machen. Nur damit Sie so ein Gefühl dafür kriegen, wie weit man eigentlich kommt mit solchen Systemen, die heute tatsächlich auf dem Markt sind. Und man kriegt auch so ein bisschen mit, dass so nach 5, 6 Sätzen das eigentlich schon irgendwo hinführt, wo man irgendwie keine sinnvolle Unterhaltung mehr führen kann. Wenn man das im Gegensatz zu dem, was wir gerade in dem Film gesehen haben, wo ja über Stunden ein komplexer Dialog geführt werden konnte und man gar nicht wusste, wer nun eigentlich den Dialog führt und wer da irgendwelche Dinge beantworten muss. In der Robotik sieht das heute so aus, dass wir natürlich haufenweise an verschiedenen Plattformen haben, an denen wir so punktuell auch tatsächlich Intelligenz reinsetzen, sei es in der Navigation oder beim Hantieren von Objekten. Hier, das sind die meistverkauftesten Roboter der Welt, relativ stupide. Die fahren einfach zufällig durch die Gegend, machen eigentlich nichts Besonderes. Da steckt relativ wenig Intelligenz drin, aber es geht dann so schrittweise nach oben über das, was man tatsächlich erreichen kann. Wir haben ja selbst hier auch ein relativ berühmtes Beispiel aus Funk und Fernsehen, den Obelix, der heute auch wieder in der Innenstadt zu sehen war im Übrigen. Das ist jetzt also die Live-Footage von damals aus den Tagesthemen. Ich glaube, das Video läuft nicht, aber den Ton ist auch gar nicht so wichtig. Nur damit Sie jetzt in ein paar Sekunden das Ding mal sehen können. Es geht im Wesentlichen darum, Roboter zu bauen, die autonom navigieren können. Und autonom heißt selbstständig. Das heißt, über ihre Sensoren Informationen über die Umgebung wahrnehmen und zuverlässig zum Zielpunkt hinkommen. Ja, das ist im Prinzip
das, was uns da interessiert. Ja, wenn man den Ton ein bisschen lauter machen würde, würde es, glaube ich, ankommen. Aber ich lasse da nur die ersten paar Sekunden von laufen. Und ja, also wer ihn noch nicht gesehen hat, das ist die Maschine. Sieht heute ein kleines bisschen anders aus, aber es ist eben mal damals von unserer technischen Fakultät vorne zum Bertelsbrunnen gefahren und das eben halt autonom. Gut, ja, das nächste ist auch noch ganz nett. Ja, man muss das tatsächlich hören, das ist schon toll, der Dialekt. Okay, gut, und das Ganze findet natürlich auch Anwendung bei den selbstfahrenden Autos, also die Verfahren, die hier aus Freiburg mitkommen, finden tatsächlich auch im Self-Driving-Car-Einsatz, im Google-Auto arbeiten ja mittlerweile auch einige Leute aus Freiburg, kommt an dem Fahrzeug, das im Prinzip so einen ähnlichen Sensor auf dem Dach hat, wie wir in Obelix auch jetzt neuerdings drin haben. Und dann führt das Auto eben halt selbstständig seine Entscheidung durch. Mit der Hoffnung, dass wir irgendwann Fahrzeuge bauen, die weniger Unfälle machen als wir Menschen und deswegen insgesamt den Straßenverkehr tatsächlich sicherer machen. Ja. Aber wir arbeiten natürlich nicht nur an Navigation, sondern es gibt auch Kollegen wie hier Peter Abiel aus Berkeley, der daran arbeitet, tatsächlich Haushaltsroboter zu bauen. So eine Maschine haben wir auch bei uns, nur wir können diese tolle Anwendung nicht machen, nämlich in dem Fall Handtücher falten. Also wann immer Sie nach dem Bügeln Ihre Handtücher ordentlich in den Schrank legen wollten, dann können Sie sich diese Software runterladen, nachdem Sie ein paar hunderttausend Dollar für den Roboter ausgegeben haben, der Ihnen dann die Handtücher halt entsprechend zusammenlegt, wie Sie das sehen. Und der tut es auch noch ganz liebevoll. Und ja. Und ja, es ist schon. Und das ist ein tatsächlich schwieriges Problem, weil man tatsächlich rauskriegen muss, wo die Ecken sind von dem Handtuch und dass man das richtig hinlegt. Und dann muss man auch noch die Größe schätzen, weil der macht auch für jede Größe auch noch einen eigenen Stapel. Ja, das ist also, ja. Und legt sie schön aufeinander. Ich finde das Video toll, weil es auch so ein bisschen zeigt, wie man so liebevoll das auch mit einem Roboter tatsächlich realisieren kann. Aber das ist tatsächlich vor drei, vier Jahren präsentiert worden, als, wie ich finde, eine der coolsten Videos der letzten Jahre darüber, was man tatsächlich mit so einem Roboter machen kann, weil es tatsächlich um die Manipulation von beweglichen Objekten da in dem Fall gehört, oder flexiblen Objekten. Ja, das ist eine Anwendung, die wir im Exzellenzcluster realisiert haben. Da geht es um Brain-Controlled Robots. Der Student hier versucht eben halt über sozusagen Vorstellung von Handbewegung den Roboter dazu veranlassen, so eine Sequenz von Aktionen durchzuführen, zum Beispiel den Becher zu greifen. Was Sie hier so ein bisschen sehen können, ist, dass der Roboter versucht, das Gesicht zu tracken mit dieser Kamera, die sich da befindet, die Entfernung zum Gesicht zu schätzen und dann den Becher anzureichen, um dann tatsächlich den Trinkvorgang da einzuleiten. Und ja, auch daran können Sie sehen, wir sind noch nicht ganz fertig, aber das ist so in etwa das, was wir heutzutage mit solchen Systemen tatsächlich erreichen können. Gut, dann gibt es natürlich noch diesen ganzen Bereich der Humanoids, da ging es ja auch in diesem Film drum, und das ist halt einige, und das ist jetzt nur eine kleine Auswahl, das ist hier der aus Karlsruhe, Naus sind ja auch relativ bekannt, haben wir auch in Freiburg ein paar. Und dann eine ganze Menge von Robotern, die humanoid sind, also im Wesentlichen menschliche Gestalt erstmal haben oder Körperform. Mit der Idee, dass man, wenn man halt humanoide Roboter baut, dass man tatsächlich Dinge benutzen kann, wie der Mensch sie auch benutzt. Also eine Türklinke eben halt so öffnen kann wie der Mensch. Da muss man nicht noch einen speziellen Manipulator bauen, um in der Welt zurechtzukommen beispielsweise. Da gibt es natürlich noch einen Schritt weiter. Das hier ist der Kollege Hiroshi Ishiguro zusammen mit seinem Roboter. Sie können jetzt selbst raten, wer er ist und wer sein Roboter. Und das Ziel bei seiner Forschung ist es halt tatsächlich, diesen Schritt zu überwinden, also die sogenannte Uncanny Valley, wo Roboter eben halt irgendwie einen unangenehmen Eindruck hinterlassen, weil sie eben halt fast menschenähnlich sind, aber nicht exakt. Und er hat also von einem ganzen Haufen Leute Kopien gebaut, unter anderem auch von seiner Frau, von seiner Tochter und von so einer berühmten Nachrichtensprecherin. Und jetzt können Sie ihn hier unten, den Roboter, tatsächlich mal live in Aktion sehen. Das ist also sie selbst und das sind die Bewegungen,
Da ging es auch an einer Stelle in dem Film drum, die der Roboter tatsächlich ausführt. In so Momentaufnahmen kann man selbst die Bewegung, findet man sie fast natürlich, aber die, er macht da alle möglichen Sachen mit seiner Kopie, macht da so Seminare und so weiter, über die er dann so über teleoperiert macht und er nimmt es auch hin, dass sein Gehalt gekürzt wird in der Zeit, wo sein Roboter im Seminar ist und nicht er selbst. Also gut, das kann aber auch eine ganze Menge schief gehen und das ist eine die Ergebnisse der DARPA Challenge 2015. Es mag vielleicht sein, dass einige diesen Film kennen. Ich zeige den eigentlich ungerne, aber ich zeige ihn in diesem Kontext heute jetzt mal ganz gerne, weil es schon wichtig ist, auch zu sehen, wo wir eigentlich stehen. Jetzt muss man dazu sagen, diese Systeme, die man jetzt hier sieht, die sind zum großen Teil teleoperiert. Da sitzt also noch jemand hinter, der tatsächlich die Wahrnehmung realisiert, dieses Roboters, ja, und auch die nächsten Kommandos eingibt. Und das ist jetzt sozusagen das, das ist jetzt so ein Potpourri von den größten Ereignissen an diesem Tag. Ja. Ich meine, das ist schon hart, weil so eine Plattform kostet über 1 Million ungefähr und da geht einiges kaputt, wenn die halt ja, also wenn Sie jetzt gesehen haben, wie die in dem Film läuft, dann sind wir da relativ weit von entfernt. Ja. Okay, aber natürlich nicht in allen Bereichen. Also ich zeige Ihnen jetzt auch noch das nächste Video. Das ist so vor ein paar Monaten rausgekommen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Letzte, was ich Ihnen hier zeige in diesem Ding. Die Überschrift sagt vielleicht schon einiges. Ich fange mal vorne an. Ich muss das Video, glaube ich, per Hand starten. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Lass mal eben gucken, dass das jetzt hier geht. Ja. Das ist eine Firma, die auch von so einer großen Suchmaschinenfirma mit aufgekauft wurde. Und wo Sie jetzt also auch sehen, dass man tatsächlich, also ist so sozusagen das High-End des Roboterlaufens. In diesem Fall mit einer Hydraulik, also die machen riesen Randale, die Dinger. Also nicht so leise wie in dem Film, das ist auch extrem schwierig. Und da kommen gleich ein paar ziemlich beeindruckende Szenen auch. Ist der jetzt ferngesteuert oder? Nein, der läuft selbstständig. Also das ist alles jetzt autonom, die haben jetzt halt tatsächlich den Controller da also es sind die Top-Leute auf der Welt, die sowas tatsächlich machen können. Und jetzt fängt der interessante Teil an, also geplant ist damit natürlich auch Manipulationsaktionen zu machen, sowas wie hier. Bei 2 Minuten ungefähr fängt der interessante Teil an. Da muss ich jetzt mal gucken, wo wir jetzt hier gerade sind. Das muss ich dafür gucken. Wo sehe ich das? So, das muss ich ja unten, glaube ich, machen, oder? Ja. Genau, deswegen kommt die Überschrift daher. Also, wer ist hier eigentlich böse? Schon erstaunlich, was der für eine Geduld hat. Hä? Ja, ich glaube, es kommt gleich noch so eine Szene, aber Ihre Reaktion in dem Kontext ist interessant, weil man tatsächlich irgendwie sowas wie Erstaunen entwickelt und so eine Art Mitgefühl mit diesen Maschinen. Passt auch so ein bisschen auf diesen Film. Damit bin ich eigentlich auch schon fertig. Was ich eigentlich Ihnen so ein bisschen vermitteln wollte, ist, wir machen derzeit eigentlich
recht viele Fortschritte und es geht in vielen Bereichen wirklich extrem weit. Ja, wir haben eine ganze Menge Dinge, die uns im täglichen Leben helfen und auch in der Robotik wird es da sicherlich in einiges geben in Zukunft. Allerdings sind wir von diesem Szenario, was in diesem Film dargestellt wird, irgendwie noch, es gibt Leute, die sagen, das wird in 50 Jahren erreicht. Also ich glaube da, um ehrlich zu sein, nicht dran, weil wir, wenn man sich das genau anschaut, können wir in bestimmten Inseln bestimmte Teilfunktionen auf eine sehr robuste Art und Weise tatsächlich realisieren. Aber zu sagen, das gesamte tägliche Leben verstehen und eine Konversation zu führen, so wie diese Agenten das gemacht haben, die Welt auf diese Art und Weise zu verstehen, davon sind wir irgendwie noch so dermaßen weit entfernt, dass ich das, glaube ich, selbst dann nicht erleben würde, wenn ich jetzt heute noch mal geboren würde. Also ich glaube, da ist kein Land in sich, das tatsächlich zu erreichen. Und am Ende sollte man auch vielleicht auch noch mal mitnehmen, meinen Hinweis darauf, dass diese Science-Fiction-Filme natürlich den Stand der Technik überzeichnen, Dinge darstellen, die es auf diese Art und Weise gibt, die es auf diese Art und Weise gar nicht gibt. Insbesondere in diesem Kontext Robotik. Und das ist mir auch noch ein Anliegen, dass eben halt dieses Forschungsgebiet Künstliche Intelligenz, was derzeit einen enormen Fortschritt bedeutet für alle möglichen Services, die wir so erfahren im täglichen Leben, dass im Prinzip durch diese Art und Weise, wie es benutzt wird in den Filmen, auch immer so eine gewisse sozusagen negative Attitüde mitbekommt, die ich eben halt eigentlich ein bisschen schade finde für so ein spannendes Gebiet wie dieses. Dann vielen Dank und bin jetzt gerne bereit, mit Ihnen darüber noch zu diskutieren oder was immer noch anliegt. Genau.